Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Rein ins pure Chaos. Füllen wir die Insel mit Kirschbäumen auf. Dann geht's kurz zu den Manufakturen, eine Kleinigkeit gerade biegen, um im Anschluss auf Longrock nachzuschauen, was weggerissen werden kann. Ihr wisst Bescheid, ich leg los. Ah ja. Praktisch wäre, wenn man abladen würde. Kran anhalten! Da gibt es keinen Zweifel. Einmal rein hier unten und einmal dann da oben noch. Vielleicht dann auch noch die Handelskammer, die hier sich aktuell um die Kohlemine kümmert. Weiß ich aber noch nicht. Ja, viel passt hier nicht. Aber ich nehme es trotzdem mit. Ich denke mal, 7, 8 Stück kommen da schon noch zusammen. Lagerhaus brauche ich unten nicht. Also, eine da, eine. Na, da gehe ich ein bisschen höher, da in die Ecke rein. Mit dem Weg muss ich sowieso noch ein bisschen weiter. 3 Stück. Naja. Und nicht mal auf voller Effizienz. Die nächsten hätte ich gern noch eins. Oh, da geht mir aber ein bisschen zu viel weg auf der linken Seite. Oder? Dann doch eher so. Gleich noch eine direkt mit daneben. Weg dazwischen. Und gut ist. Lagerhaus gibt's hier hinten, aber für euch alle ist mir das ein bisschen zu viel. Ich glaube, da muss noch eins mit hin. Ah, blöd, dass es an der Stelle ist. Naja. Wir brauchen's, also bauen wir's. Wie weit nach rechts darf ich noch? Naja, immerhin. Ja, ich will schon bis ganz nach unten. Alles nutzen. Jeden Zentimeter. Sind es doch nur 7 geworden zum Schluss. Können wir da noch eine 8 dazwischen schieben? Mit ein paar kleinen Abstrichen. Aber was soll's. Setz ich nochmal mit hin. Man könnte ja wenigstens noch ein Büchlein hineinschieben. Wenn man denn schon die Mannschaft nicht rausholt. Gut, sehen wir ja gleich. Lassen wir mal aufforsten. Kommt ja sowieso noch was dazu. Weil... wenn ihr seht, was ich sehe, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Billardtische. Nicht viele, aber sie sind notwendig. Und das ist auch zum Glück die einzige Ware, an der noch nachgebessert werden muss. Cognac reicht. Spielwaren, jawohl. Produziert wird hier... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Noch die Violinen, sieht auch gut aus. Kekse, einwandfrei. Und die Schreibmaschinen ist auch noch im grünen Bereich. Also müsste man den nur. Wir befinden uns letzten freien Platz dafür noch opfern. Ach, fehlt wieder alles hier. Kirschbaumholz, ja. Da bin ich ja dran. Was brauchen wir denn dafür? Leistung zahlt sich aus, die Axt im Haus und... Och, nö, das habe ich doch nicht hier. Doch? Habe ich noch? Fein. Und wie viel passt hier noch mit rein? Oh. Och, doch nicht. Da fehlt mir... da fehlt mir ein Feld.
Na, kann man das nicht noch rauskitzeln? Kommt schon, habt euch nicht so. Wir ziehen um. Packt die Sachen. Dann müsste ich noch unten. Moment, das haben wir gleich. Was ich will, bekomme ich. Naja, in diesem Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so rum. Oh ja, passt. Das habe ich doch gesehen, habe ich das. Da er nicht mehr. Aber wir wissen ja, was man dann dort hinsetzen könnte. Jetzt habe ich hier zwar schon eine Feuerwehr stehen, aber was ich dann reinpacken soll, weiß ich ja sowieso nicht. Zu das Ganze. Und jetzt gebt mal Meldung. Produktionstechnisch wären wir damit angestiegen auf 313 Tonnen. Das reicht schon aus. Mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Und wie hoch ist jetzt Kirschbaumholz gestiegen? Ui, ui. Das ist natürlich blöd. Nicht erreicht das Ziel. Dazwischenstellen kann ich auch nichts mehr. Da wird nicht mehr so viel rumkommen. Kein Platz mehr frei. Na, hoffentlich werdet ihr noch dazu gezählt. Ihr habt ja noch nicht komplett aufgeforstet. Heieieieiei. Jetzt habe ich aber kein Item mehr. Oder? Nein, habe ich nicht. Müsste ich entwickeln lassen. Dauert mindestens 10 Minuten. Hauen wir mal rein, das Buch. Ich stell's aber trotzdem schon mal auf, wie ich's denn gern hätte. Und könnte eigentlich... Ich nehme die Mannschaft raus. Die kommt weg. Sind unterwegs. Da gehe ich nochmal einkaufen. Oder muss ich das denn überhaupt? Ja. Archie. Abdrehen beginnen. Ich komme mal wieder vorbei. Freust du dich schon? Dann bringe ich die drei hier runter, die ich einkaufen kann. Bestäubungsmethode wird nachgeliefert und hingesetzt werden da jetzt noch 1, 2, 3. Da stimmt was nicht. Stück im Gesamten. Na, ich hoffe doch, dass es stimmt. Mein Junge, ich hoffe doch. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit? Ja. Wir bräuchten da das überaus spannende, artenübergreifende Transplantationsbuch. Ich hätte gern den optimierten Baumschnitt. Für den Mann von heute mit dem Mann mit dem grünen Daumen. Und... lass dich nicht lumpen. Gib her. Zum Horizont! Alles weg. Stört doch nur. Oh, schau ich noch mal rein. Bitte. Lass noch was dazugekommen sein. Aber nein. Eher nicht so. Aber... da ja Violinen nicht komplett gebraucht werden, es da Überproduktion gibt. Entfällt da ein bisschen was? Wo sind denn jetzt hier... da. Spielwaren, dafür brauchte man es nicht. Das ist eine wahrhaft bedeutende... Interessant. Lasst mich doch mal was probieren.
Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Und zwar pausieren. Genau, frag nicht nach. Lass es einfach über dich ergehen. Wenn ich euch da ausschalte, dann solltet ihr doch aus der Statistik verschwinden. Theoretisch. Oh ja. Da ist es weg. Da ist es rausgezählt. Violinen, Violinen, Violinen. Und hier immer noch drüber. Perfekt. Es passt. Auch wenn es auf den ersten Anschein... Das hätte ich selbst bemerken müssen, nicht wahr? ...nicht so aussieht. Na, aber echt mal. Schäm dich, dass du es nicht gemerkt hast. Ab in die Ecke mit dir. Sind unterwegs! Wo ich dich gerade so am Wickel hab. Brauchst nicht weiterfahren. Ich übernehme das. Und? Parkposition einnehmen. Na, komm schon. Zum Horizont! Da will ich dich. Dann raus mit der Mannschaft und rein mit den Büchern. Manchmal muss man auch mal lesen. Viel zu tun. Das glaube ich. Aber helfen werde ich dir nicht. Hab schon alles aufgestellt. Wir kommen der Sache aber trotzdem näher. Kann man so stehen lassen? Leider, leider. Darf ich da hier aber nichts mehr wegreißen? Das heißt, wir können jetzt schon die Trauben aufstellen, die wir eigentlich schon längst hätten aufstellen wollen und wir dringend brauchen. Ach, ihr wisst schon. Dann genau Tankhof, ein Lagerhaus und dann Handelskammer. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss nicht doch Das ist mir doch egal, solange ich nichts abbekomme. Bitte in die andere Richtung drehen, wenn's denn raus muss. Da komm ich doch genau hier noch rum. Alles andere wäre dumm. Das da rein, das da hin. Oh, passt aber gerade so. Und jetzt noch zwei von der Sorte. Dann kann ich schon loslegen, kann ich da. Natürlich, nachdem ich alles reingepackt habe. Der noch? Ja. Wird in etwa aufs Gleiche rauskommen. Naja, vielleicht sogar weniger. Da kann ich bis ganz nach unten holen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo denn? Ach, drüben in der neuen Welt. Krankheit. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Schleppen die Schiffe aber auch von einer auf die andere Insel. Nicht lustig das Ganze, aber es ist wie es ist. Das reicht ja schon, denke ich mal. Ein Hof ohne Felder? Ja, noch, noch. Warte ab, was da gleich auf dich zukommt. Da staunst du, Bauklötzer. Wieso so zaghaft? Durchziehen. Warum kein Anschluss? Na, dann eher so rum.
kann man schon mal in die Ecken rein. Ja, ich hoffe doch, es passt. Sagte er, und zum Schluss steht er da und muss wieder was anpassen. Kommt ja nicht zum ersten Mal vor. Die Waren stapeln sich hier. Wie das denn? Keine Felder? Wo ziehst du es dir her? Ach, ich will's gar nicht wissen. Erspare mir die Details. Ach, weiter. Nein, darf ich nicht weiter nach rechts verschieben. Schon wieder wirre Gedanken im Kopf hier. Ja, ich weiß, ein paar Prozent habe ich dir jetzt genommen. Leb damit. Ändern kannst du es sowieso nicht. Muss ich obenrum wohl doch noch ein, zwei hinstellen. Macht den Eindruck. Hm, ja gut. Auf die linke Seite passt auch noch einer. Na, was ein Glück, aber auch. Natürlich alles geplant. Von vorn bis hinten. Nun will der Herr hier noch einer. Und der Herr möchte dort noch einer. Dann wäre aller Platz vergeben. Und damit sollten wir doch hier oben klarkommen. Oh. Feuerwehr habe ich. Polizei. Oh, das ist ganz schlecht, ist das aber jetzt hier. Naja. Eine nur. Das hat jetzt keiner gesehen. Und in dieser traumhaften Welt, wer wagt da schon einen Aufstand? Oh, bleibt ja für dich nicht mehr so viel übrig, aber das bewirtschaftest du trotzdem, auch wenn es nur 56 Felder sind. Und lass ich euch noch mal kurz beliefern. Und dann schauen wir uns gleich nochmal die Zahlen an. Kaujutsa. Reparatur notwendig? Oh, noch nicht, aber später viel. Dann wollte ich noch, ach, das machen wir gleich, erst in die Zahlen reinschauen. Nochmal kurz beim Kirschbaumholz, weil ich so interessant finde. Nee, hat sich aber nichts weiter getan. Leider. Gut. Und hier bei den... Bin ich schon durch? Vorbei? Ja, bin ich. Och, da ist ja immer noch so viel. Eine Epidemie breitet sich aus. Da bin ich jetzt überfragt.
Wo soll ich mir denn das noch herziehen? Okay, Moment. Wenn man noch mit einkalkuliert, das ist ja noch starke... Nein, gibt es doch nicht. Was war denn da vorhin? Ah, es mangelt an Arbeitskraft. Da war vorhin wieder ein Fest, wo ich geschaut habe. Schade. Hatte gedacht, beim Sekt wäre noch was über, aber ist es nicht. Na dann muss ich mir noch stark Gedanken machen, wo ich das noch anbaue. Ist das aufregend, eine Berühmtheit. Hier wird's ja nun nichts mehr. Was ich aber jetzt noch tue, da wir ja kein Baumaterial mehr brauchen, da wir durch sind mit dem Aufrüsten der Häuser auf Brothausen, können wir dort auch die Routen rausnehmen und ich bekomme die Schiffe wieder. Bretter für Brothausen. Die geniale Erfindung ist vollendet. Weg. Baumaterial. Na, das war der eine. Der kann noch unterwegs seinen Spaß haben. Die hier, die sind wichtig. 4 Stück noch. War doch noch nicht alles. Genau, Ziegelsteine. Und Stahlträger. Hätte ich alles? Dann versammel ich mal die Mannschaft. Hui. Abdrehen beginnen! Ach, hätte ich euch auch fahren lassen können. Ihr ver- naja, egal. Nun hab ich angefangen. Waren vorwärts. Zum Horizont! Waren vorwärts. Hab ich's schon mal gesagt heute? Waren vorwärts. Ach. Umdrehen, weiterfahren. Was sehe ich da? Pause machen und dann auch noch dafür bezahlt werden? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Abdrehen beginnen! Halt, stopp! Neue Befehle. Kursänderungen. 180 Grad in die andere Richtung. Nur noch der Diener hier. So soll es ja auch sein. Oh, die Entwicklung ist durch. Na dann lade ich das noch ein. Schick dich noch auf den Weg. Aber mit dem Einladen, mit dem Einsetzen wird es dann wohl heute nichts mehr. Wir müssen nach Knolleschoten müssen wir. Wo stehst du? Baldrin! Hier will ich dich haben. Genau wie diesen Teilnehmer. Ja, ich weiß, Ruinen, neue Welt. Das lohnt sich doch aber wieder noch nicht. Meldet euch nochmal zum späteren Zeitpunkt. Ja, gut. Dann wären wir soweit für heute durch. Eigentlich alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Aber Ziel trotzdem weit verfehlt. Da fehlt noch so eine große Masse an Trauben. Okay. Kann ich jetzt nichts tun? Begeben wir uns in Richtung Expedition. Das war's dann für heute. Zieht die Pistolen! Schneekugel. Gefrorene Segel. Verdorbene Nahrungsmittel. Das Schiff steht kurz davor, zusammenzubrechen. Es ist ein Schneesturm. Jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl ist längst abhanden gekommen, denn das Schiff ist von einem endlosen Sturm wirbelnder Schneeflocken umgeben, der die Grenzen zwischen Tag und Nacht sowie Himmel und Meer verwischt. Eiszapfen haben die Segel gelähmt und an die Masten gefesselt und lassen diese unter der unerwarteten Last ächzen. Ihre Besatzung fürchtet, sie könnten brechen, aber sollte sich wirklich jemand nach draußen wagen,
während das Oberdeck von heftigen Winden gepeitscht wird? Selbstverständlich. Dafür bezahle ich die Mannschaft ja. Das Schiff kann den Schneesturm sicher überstehen. Mehrere Matrosen von beeindruckender Statur erklimmen die Masten und lösen die schweren Segel. Trotz des schlüpfrigen Holzes und der hartgefrorenen Taue gelingt es ihnen, die Masten von der gefährlichen Last zu befreien. Die nackten Pfähle ragen hoch in den nachlassenden Sturm hinein. Bald darauf dringt das Licht des anbrechenden Tages durch die Wolken. Ein gutes Omen, um den Bemühungen der Besatzung zu huldigen und ihren Jubel zu begleiten. Ja, dann lasse ich euch mal genießen, sag ich nichts weiter, außer weiterfahren und wir machen Schluss. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen, hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.